Diese Lea und ich, wir lackieren uns gerade die Nägel, beziehungsweise ich habe die schon lackiert. Guck mal, wie geil hier, so grün mit Glitzer und so. Voll geil. Ist geil, oder? Ja. Und diese Lea, die lackiert sie gerade. Guck mal hier. Den habe ich genommen. Und dann den hier. Und welchen hast du genommen, Celia? Du hast noch gar nicht Hallo gesagt. Scheißen Dreck. Was ist denn los? Was ist los? Alle wegen dir? Wegen mir? Schieb's doch mir in die Schuhe. Cool. I have a message. Den Zopf hat sie gerade selbst gemacht. Das ist so ein Fischkrätenzopf. War mir langweilig. Während dem Referat. Man muss ja auch was zu tun haben, während man bei einem Referat zuhört. Wir haben jetzt seit knapp 2 Wochen Mathe-Nachhilfe. Und gleich haben wir auch wieder Nachhilfe. Und ja. Wir hatten noch nie Nachhilfe. Hattest du schon mal Nachhilfe, Celia? Ja. Echt, in was? In Deutsch. In Deutsch? Echt? Welche Klasse? 8. Klasse, okay. Ich noch nie. Aber jetzt vorm Abi krieg ich langsam Muffensausen. Da ist Nachhilfe nicht schlecht. Also vor allem in Mathe. In anderen Fächern brauche ich das nicht wirklich. Aber Mathe halt. Boah, ja, Mann, wir schreiben noch Bio. Ja, ey, scheiße. Das habe ich ja komplett vergessen. 2 Tage nach deinem Geburtstag schreiben wir das. Oh, das kann die nicht machen. Ich schneide das lieber raus. Und Celia, was hast du am Wochenende gemacht? Ich war am Freitag im Kino. Meine erfundene Frau. Und der war so richtig witzig. War so geil. Mit wem warst du denn im Kino? Ich meine Schwester, ja, meine Freundin und Cousine. Und so. Und so halt, ja. Die saßen halt dann woanders. Hi Rebecca. Hi Anni. Was geht? Was machst du denn heute? Was hast du denn am Wochenende gemacht? Ich habe gestern festgestellt, dass ich in YouTube in diesem ganzen Jahr, jetzt in 2011, erst 2 Schulvideos hochgeladen habe. Am 11. Januar und am 10. Februar. Das heißt, da wir jetzt nur noch 1,5 Monate Schule haben, müssen wir ganz viele Schulvideos noch machen. Okay. Siehst du das auch so? Ja. Das Handy. Scheiße. Oha, was habe ich gemacht? So, ey, Anni, du hast es so verkackt. Oh, da ist jetzt Kamera. Oh! Warte mal, wo drücke ich hier? Ja. Komm, mach. Nee, warte mal, wo? Ja, da. Komm her. Ich hab voll die geile Kamera. Voll gute Qualität. Zeig mal. Wow. Oh. Ah. Guckt mal. Oh, ich hab eine Sonne gekauft. Oh. Ey, das musst du dir angucken, Alter. Guck mal, ich war... Die Epo. Mal gucken, wer länger von uns ernst bleiben kann. Okay. Das steht dir gar nicht, deswegen muss ich lachen. Wie, okay. Das steht mir nicht? Ja, so ernst bleiben, so. Ja, nee, das davor geht, aber da kann ich auch so machen. Oder so. Ja, ja, komm. Okay. Warte. Du lachst auch. Okay, 1, 2, 3. Das
Okay. Oh Gott, meine Kamera! Birnenkrotze. Gib her jetzt. Der Apfelkrotze und der Birnenkrotze. Ja, komm, noch mehr geht's auch nicht, ne? Jetzt bin ich sauer. Jetzt bin ich angry Celia. Jetzt kannst du mit mir ernst bleiben, ne? Halt mal ab, jetzt pass mal auf, ich bleib jetzt mal ganz ernst. Och Mann, jetzt komm, mach keinen Scheiß. Celia kann einfach nicht ernst bleiben. Aber du, komm, bleib du mal ernst. Ja. Die hat den Mittelfinger gezeigt. Nee. Shirin, kannst du auch ernst bleiben? Shirin, komm mal mit ins Bild. Was denn? Wir versuchen gerade ernst zu bleiben. Bleib du auch mal ernst. Lass mal zu atmen, komm. Ich muss wieder Treppen hochlaufen. Wir sind nämlich im Turm. Wir haben unser Klassenzimmer ist in einem Turm. Aber das wisst ihr wahrscheinlich alle schon, weil das habe ich schon 50.000 Mal erzählt. Immer schön ernst bleiben, Anni. Oh, die Ohrringe sind ja voll schön. Schon voll lang. Ich will auch. Außer dass ich für den Arm bin. Echt Diamanten hier. Ja, ja. Aber meine echte Kette, Diamanten. Aber meine Kette ist. Ihre Kette ist echt. Mhm. Zeig. Mhm. Und von wem dann hast du die bekommen? Ja, ich glaube. Wenn die mal weg ist. Aber der Stein hier ist auch echt. Ist auch echt. Ja. Deiner? Ja, echt. Meine auch. Der ist echt? Mhm. Meine hast du meine Mama auch bekommen zum 18. Oh, meine cool auch. Zeig mal. Meine ist echt silber. Zeig schnell. Was macht ihr jetzt? Bleibt jetzt nur ernst oder was? Mm-mm. Jetzt sind wir. Nee, Mama. Ich bin dann Gustav. Du bist was? Ich bin dann Gustav. Du bist Gustav. Okay. Ah ja, sie ist ernst. Ich bin Gustav. Wer kann länger ernst bleiben? Celia oder Shirin? Überlegt euch das jetzt und wir probieren es jetzt aus. Un, deux, trois. So süß. Warte, warte. Okay. 1-0 für Shirin. So. 2-0 für Shirin. So steht sie auch nicht. Anni, guck mal, ich hab eine neue Katze. Ich muss dir zeigen, weil die so süß ist. Hallo? Warte, ich hab noch ein Foto, wenn man die sieht. Warte. Ist auch niedlich. Da sieht man, auf einem Bild sieht man die, glaube ich, besser. Guck mal, die... Oh. Und guck mal hier, zwischen den Büchern. Sieht man's? Es ist zu weiß wahrscheinlich, ne? Ist zu weiß, ja. Danke, danke. Das ist eine Babykatze. Danke, ja, dass du uns auch aufnimmst. Danke, danke. So. Ja, wir waren total ernst. Ja, wir waren so... 2-0 steht für Celia, für Shirin. Ja. Yeah. 2-1. Gar nicht. So, weiter geht's. Die Kamera hat sich aufgenommen, die kann beweisen. Weiter geht's. 3-0 für Shirin. Ich will gewinnen. Hast du gewonnen? Ja. Ich bin total ernst.
muss nicht lachen. Shirin! Ja. Was hast du denn zu erzählen? Ich habe echt gar nichts zu erzählen. Auch, dass ich meine Fingernägel heute so schön Barbie-rosa, finde ich, lackiert habe. Das muss man, glaube ich, auf die Toilette. Was hast denn du da an der Stirn? Cool. Ja. Das war mein Nagellack, gell? Heute Mittag klebe ich dann hier noch ein Glitzersteinchen drauf. Mhm. Und hier einen auf die Stirn und einen auf die Nase. Ja, hier mache ich mir so einen indischen Punkt dann noch. Weißt du, was das überhaupt bedeutet? Was bedeutet das? Was für ein Vogel? Nein, was nicht was bedeutet, dass man da verheiratet ist, wenn man da so ein Dings in Indischen, also so einen roten Punkt hat. Das heißt, man ist verheiratet. Ja, was heißt, wenn man einen blauen Punkt hat? Was heißt dann? Blauen Punkt gibt's gar nicht. Natürlich, habe ich schon gesehen. Aber bei dir oder was? Natürlich, Alter. Bei dir oder was? Bei dir heißt einfach, ey Leute, ich bin dumm. Ich hab die Tippen. Hi René. Hallo Anni. Ich bin geil. Ja, das weiß ich auch schon, aber nein, Quatsch. Erzähl uns was noch keiner weiß. Ach ja, diese Fanpuzzle auf meiner Facebook-Seite ist langsam weg und verschollen. Es ist mal ganz angenehm, keine 20.000 Mails zu haben. Ja, auch wenn das mal ein bisschen für mein Selbstbewusstsein gut war, natürlich, aber... Ja, doch. Nice. Shirin, was machst du denn da überhaupt? Ich mach den Schrank kaputt. Ich breche genau den Schrank hier ein. Aha. Das war auch die Shirin. Ja, da hat die Shirin ihre Aggression wieder rausgelassen. So, und jetzt suchen wir uns da irgendwie Materialien raus für unser Self-Organized Learning in Englisch. Doch, doch. Kannst du mal rüberfragen? Aber warte, ich hab noch was. Und das brauchen wir eigentlich gar nicht die DVD, ne? The talented Mr. Ripley. Übrigens möchte ich die Valentina ganz, ganz lieb grüßen und die Özge. Ach, ich soll dich auch von irgendwem grüßen. Mich? Ja. Von wem? Wenn ich das jetzt bloß wüsste. Aber ich soll dich herzlich grüßen und wenn ich sage, du weißt schon von wem, dann weißt du es auch.